Welche Themen beantworten wir nicht mehr? Das ist eine sehr wichtige Frage. Und ich bitte, bitte alle Geschwister, dass sie darauf achten, bi'idhnillah ta'ala. Wir beantworten keine Themen mehr über Scheidung und Eheprobleme. Weil das nimmt einen Großteil von der Zeit und leider ist die Zeit sehr, sehr eingeschränkt. Und wir haben auch ehrlich gesagt nicht mehr die Nerven dafür. Das ist eine Sache, die starke Nerven braucht. Ein zweites Thema, Ruqya. Wir machen auch keine Ruqya mehr. Diese Themen kriegen wir zu Genüge, eigentlich täglich. Und daher bitte, bei solchen Themen braucht ihr uns nicht anzurufen. Diejenigen, die mich deswegen kontaktieren, ich gebe dann Telefonnummern weiter, aber ich selber mache diese Themen nicht mehr. Wie gesagt, das ist aus Zeitgründen und weil ich auch nicht mehr die Nerven habe, die ich früher gehabt habe. Jeder von uns wird älter und wird dann vielleicht auch etwas ungeduldiger. Daher will ich auch nicht selber etwas Schlechtes tun. Und bevor ich das mache, ziehe ich mich lieber raus aus diesen Themen. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tfadda. Ya dakir al-ashab, kum mutadiban.